Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr habt es im Titel gelesen. Heute zeige ich euch mein Planner-Line-Up für 2024. Ich habe euch in einem letzten Video ja schon gezeigt, wie ich im letzten Jahr geplant habe, welche Planner ich wofür benutzt habe. Und das waren diese vier hier, ja, die bei mir hauptsächlich für irgendwas zum Einsatz gekommen sind. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich für 2024 ändert oder nicht ändert und so weiter und so fort. Ich glaube, also ja, wie soll ich sagen? Ich habe immer jedes Jahr das Gefühl, wenn ich mein Planer-Line-Up oder die Pläne fürs kommende Jahr zeige, irgendwie immer dasselbe erzähle oder fast dasselbe erzähle wie im Jahr davor, weil ich einfach sehr konstant in meinem Plan geworden bin und nicht 3, 4, 5 Mal im Jahr das System wechsle, sondern seit Jahren Ringplaner liebe. Ich benutze kein Traveler's Notebook, keine Bullet Journal, keine Ahnung, was es sonst noch alles gibt, keine Discbound irgendwas Geschichten. Ich bin einfach mit dem, was ich in den letzten Jahren so benutzt habe, sehr zufrieden. Und ich glaube, es ist gar nicht schlecht im Kontrast dazu, wie andere zeigen, wie sich ständig alles verändert, einfach auch mal ein Video hochzuladen, in dem ich erzähle, dass alles so bleibt, wie es ist. Oder fast alles. Kleiner Spoiler, es ändert sich eine Mini-Kleinigkeit. Aber ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass man auch zeigen darf und sollte, wenn man eben nicht so viel hin und her switcht und dass das auch nicht sein muss oder dass alles voll okay ist. Und es gibt auch Planer-Mädels und Planer-Jungs, sicherlich nicht nur mich, die eben ein System gefunden haben, das ihnen gefällt und nicht ständig strugglen. Und natürlich struggle ich hier und da, in Anführungsstrichen, auch mal mit diversen Sachen, das erzähle ich ja auch dann manchmal, gerade wenn es darum ging, so, ja, schreibe ich in die Dekos rein, schreibe ich nicht rein, finde ich das gut, finde ich das nicht gut. Da gibt es natürlich bei mir auch manchmal Momente, wo ich mich frage, was möchte ich eigentlich mit meinem Planersystem machen, wie möchte ich damit umgehen, wie werde ich euch gerecht und mir gleichzeitig auch gerecht, weil für mich das halt auch einfach so, ja, verknüpft ist mit YouTube ganz viel. Und natürlich komme ich da auch manchmal so an, nicht Grenzen, aber so an Momente, wo ich dann überlege, ist das noch so, wie ich es gerne auch wirklich handhaben möchte oder nicht? Und dann verändert sich natürlich bei mir auch mal hier und da ein bisschen was. Aber grundlegend bleibe ich meinem System treu. Das kann ich auch schon mal an dieser Stelle erzählen. Also wenn ihr jetzt wissen wollt, was mein System letztes Jahr war, dann verlinke ich euch hier irgendwo das Video, wo ich das alles genau erzähle, weil das werde ich jetzt nicht nochmal erzählen, dafür war das andere Video ja da. Und jetzt geht es darum, wie es in diesem Jahr aussehen soll. Also, mein Filofax A5 Domino in Duck Egg bleibt weiterhin mein Wochendeko-Planer, in dem ich dekoriere. Da werden wir auch gleich meine neuen Kalendereinlagen einheften. Dann werde ich auch weiterhin ja, so einen Clear-Planner haben für Klebschneidereien, Journaling, Festhalten von bestimmten besonderen Tagen oder Wochenenden. Ebenso wird auch dieser wunderschöne Finanzplaner bleiben, der zwar nicht mehr so viel Zweck hat wie ursprünglich, das habe ich im anderen Video auch erzählt, dennoch brauche ich diesen Planer gerade nicht für was anderes und deswegen bleibt er so, wie es ist. Und ich werde auch weiterhin in einem Fibonacci Weeks meine ganzen täglichen, alltäglichen Planereien machen, To-Do-Listen, anstehende Termine und so weiter. Und dafür habe ich mir einen neuen aus dem Schrank geholt, denn der lag bei mir schon rum. Ich habe das Motiv schon mal vor ein paar Jahren benutzt. Fand das so schön, dass ich es mir irgendwann nochmal nachbestellt habe und werde dieses Jahr also wieder dieses Motiv für mich hier verwenden. Und ich hatte überlegt, ob ich mir einen Fibonacci Weeks kaufen soll, habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich halt diesen hier noch hatte und ich mir dachte, dass ich dann erstmal den benutzen werde und vielleicht dann für nächstes Jahr mir einen Weeks, ja, kaufen und gönnen werde.
Ich hatte bis vor kurzem auch noch nie einen in der Hand. Das habe ich jetzt das letzte Mal beim weihnachtlichen Planertreffen mit meinen Mädels. Und der ist noch mal einiges dünner und kleiner, was ich ganz gut finde. Und ich denke auch mal, dass ich dann mir fürs nächste Jahr vielleicht einen holen werde. Aber dieses Jahr dachte ich mir, ja, brauche ich das noch nicht und habe mir diesen hier wieder vorbereitet für dieses Jahr. Ich glaube, ihr hattet in einem an meinem Schreibtischvideo schon gesehen, wie ich den komplett datiert habe. Das ist halt ja nur mal bei undatierten Kalendern so, dass man da sich einmal ransetzen muss und die Mühe machen muss. Ansonsten, wenn ich den für mein Jahr vorbereite, dann nutze ich immer die Wochenübersichten, die nicht Wochenübersichten, die Monatsübersichten dafür, mir die Ferien einzutragen, geplante Urlaube einzutragen und schon mal Termine einzutragen, die halt schon anstehen. Aber wichtig ist für mich, Ferien einzutragen in verschiedenen Bundesländern, da ich eben in verschiedenen Bundesländern tätig bin und dann wissen muss, wann wo frei ist, wann ich wo unterrichten muss, wann ich wo nicht unterrichten muss und wann ich eventuell Ferienprogramm planen kann oder möchte. Und um das Ganze so ein bisschen im Blick zu haben, ist es für mich immer gut, direkt am Anfang alle Ferien in verschiedenen Bundesländern mir da einzutragen, damit ich das immer im Hinterkopf habe, beziehungsweise hier nachgucken kann. Und ja, ein paar Urlaube sind tatsächlich im Dezember schon gebucht worden, also so Kurztrips und ein Sommerurlaub. Und die habe ich jetzt hier auch schon eingetragen. Und dann ist der Planer damit auch ready für 2024. Und es ist noch eine Sache, ja, im November, glaube ich, letzten Jahres dazugekommen. Die habe ich jetzt beim Planer-Line-Up vom letzten Jahr ausgeklammert, weil ich da wirklich seit kurzem erst mit angefangen habe. Und das ist dieses Hobonichi Notebook, was ich euch auch schon mal in einem Haul, glaube ich, gezeigt hatte. Und ja, das habe ich mir jetzt als Journal ausgesucht. Also ich war auf der Suche oder hatte den Gedanken, dass ich gerne ein Heft oder Büchlein hätte zum Reinschreiben meiner Gedanken. Jetzt nicht, ich war heute dort und dort und dann habe ich das und das gemacht, sondern einfach, wenn ich Momente habe, wo ich Gedanken habe, die ich mal so ja, formulieren möchte, rausschreiben möchte. Jetzt war ich 2 Wochen zum Beispiel gar nicht zu Hause und ich sehne mich schon so ein bisschen danach, nachher hier dieses Heft aufzuschlagen und einfach mal alles rauszuschreiben, was so war, was, ja, weiß ich nicht, was mich beschäftigt hat, was mich vielleicht gerade beschäftigt und so weiter und so fort. Und dafür ist dieser dieses Hobonichi Notebook, wie auch immer man es nennt, da. Da habe ich bis jetzt noch nichts drin dekoriert. Das ist auch nicht geplant. Also ich habe mir extra, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich wiederhole mich. Ich habe mir extra hier noch so einen Datumstempel geholt, dass ich dann, ja, ich habe das irgendwie in einem anderen Video schon mal erzählt, glaube ich. Aber jetzt der Vollständigkeit halber nochmal hier. Dann kann ich damit einfach das Datum reinstempeln. Also ich möchte nicht so viel hereinmachen, was dann irgendwie dick aufträgt oder so. Das soll relativ minimalistisch sein und ich habe mir dafür auch meinen alten Füller klar gemacht. Und zwar diesen hier. Aber ich habe nicht diese breite Schönschreibspitze hier drin, sondern einen dünneren. Und hatte mir dann auch extra schwarze Tinte noch gekauft, weil ich nur dunkelblau hatte für diese großen Patronen. Und ja, schreibe jetzt quasi da drin mit Füller. Was gleichzeitig auch so ein bisschen Schreibübung ist, weil ich irgendwie immer weniger schreibe und immer seltener schreibe und immer kruckeliger schreibe, was mich manchmal total nervt, weil ich habe dann irgendwie Teilnehmerlisten, die ich abgebe und die Leute können die Namen nicht richtig entziffern, weil ich irgendwie, also klar hat man so seinen eigenen Schwung und dann ist bei mir das N wie ein U oder so, aber wenn die Leute dann gar nicht wissen, was ich da von denen wollte oder was ich damit sagen wollte und die einfach, wenn sie die Namen abtippen, nicht wissen, was ich meine. Dann fange ich mir an, Sorgen zu machen. Und deswegen finde ich es, glaube ich, ganz gut oder ist es ganz gut, einfach mal ein bisschen mehr zu schreiben und ja, so ein bisschen wieder so eine Routine in diese Bewegung zu kriegen, in diese Handbewegung, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass das so ein bisschen verloren gegangen ist in der letzten Zeit. Und da möchte ich so ein bisschen wieder hin zurückkommen. Ja, also das ist quasi die Mini-Änderung. Ich habe jetzt noch ein kleines
Journal, Gedanken, Büchlein, wie auch immer. Ja, und viel mehr ist es dann halt auch nicht. Und ich würde sagen, dass ich jetzt einfach mal den Filofax auch so ein bisschen ready mache und die Kalendereinlagen hier austausche. Und die Paperclips sind immer noch da, aber nicht mehr lange, glaube ich. Das geht mir irgendwann auf den Senkel. Ich habe jetzt hier auf jeden Fall noch diesen Today-Marker, der auch immer nur irgendwo steckt, weil ich ihn gar nicht richtig benutze. Und dann werde ich jetzt hier einmal den Kalender von 23 rausnehmen. Da sind wir ja auch letztens schon mal so ein bisschen durchgegangen, haben uns alles angeguckt. Und ich nehme jetzt alles raus, bis auf die letzten, ja, Dezember-Winterwochen, glaube ich. Also ich glaube, ja, wo macht man jetzt den Cut? Ich glaube, hier, auch wenn ich jetzt eine schöne Deko auseinanderreiße, aber die kommt ja dann wieder irgendwann zusammen. Jetzt nehmen wir den ganzen Batzen hier mal raus. Also dafür, dass ich nicht alles dekoriert habe dieses Jahr, ist es trotzdem sehr dick geworden, weil ich so gerne mit, ja, den Papieren von mir arbeite, mit dem handgeschöpften Papier, das relativ dick ist, mit so Spitzenborden, mit Siegeln, und die tragen natürlich ganz schön auf. Und ich hatte mir ja schon vor kurzem oder ja, vor einem Monat oder so Kalendereinlagen ausgedruckt aus meinem eigenen Shop sozusagen für 24 und für 25. Und hier ist tatsächlich auch schon eine Deko drin. Ich weiß gar nicht, ob ihr die schon gesehen habt, aber die hat die liebe Martina für mich gemacht beim Planertreffen, weil wir dann uns gegenseitig auch was dekoriert haben. Und ja, diese herbstliche oder im Herbst stattfindende Deko hat die liebe Martina für mich gemacht. Und ja, eine Woche ist schon erledigt in diesem Jahr. Ist das nicht schön? Und jetzt werde ich hier einfach mal gucken. Da ist das Jahr zu Ende. Und das Jahr 24 bei mir einheften. Ich hatte, glaube ich, zwischenzeitlich davon erzählt, dass ich überlege, noch ein Jahr weiter im Voraus zu dekorieren, jetzt quasi, um dann, wenn die Tage kommen, die Seiten noch mal zu sehen und dann was reinschreiben zu können. Ich weiß nicht, ob ich das mache. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, ob das irgendwie Quatsch ist oder eine gute Idee. Ich hefte jetzt hier erstmal nur 24 ein und habe 25 schon parat. Und dann gucke ich mal, was passiert. Und den Kalender 23 werde ich, glaube ich, jetzt hier einfach mit vorheften, damit er erstmal einen Platz hat. Und dann gucke ich mal, ob ich noch genug Archivplaner habe oder wie ich das hier alles verteile, weil das ist natürlich ein bisschen dicker als undekoriert. Aber upsala, erst einmal, ja, kommt das hier mit rein. Das geht auch einigermaßen vom Platz her. Ist nur ein bisschen dick hier. So, dann haben wir das schon mal verstaut. Und hier dann den ganz frischen Kalender. Und ja, dann hefte ich mal wieder den Today-Marker ein, der dann für immer da bleiben wird wahrscheinlich. Mal gucken, wo er ist, wenn ich das Flip-Through nächstes Jahr mache. Und jetzt ist halt die Frage, ob ich hier noch ein bisschen was Winterliches nachhole oder ob ich direkt im Januar starte. Das muss ich jetzt mal gucken. Aber auf jeden Fall ist alles soweit bereit. Und ich werde auch noch meine Jahresziele und Start-Stop-Continue-Listen sichten und neue schreiben. Aber das mache ich ohne euch, weil das dann doch sehr persönlich ist alles. Und diese ganzen Clips hier, ja, die müssen irgendwie auch, weiß ich auch nicht wohin. Ich finde sie halt sehr schön und hätte sie schon gern irgendwo sichtbar, auch gerade mit den Charms zusammen. Die kleinen, die sind ein bisschen fest, so. Aber es sind einfach zu viele Charms, und ich glaube, da muss ich dann einfach so ein bisschen variieren, je nachdem. Hier ist auch eine andere Karte, die so ein bisschen versteckt war, weil ich da die Charms dran hatte. So. Ja, weil ich einfach nicht so viel Platz habe für meine ganzen Charms hier.
Ich glaube, ich nehme mal das Kaffee-Motiv hier oder dieses, ja, also ich, ist eigentlich eher eine kalte Schokolade, glaube ich. Allerdings ist der Clip relativ dick. Vielleicht tausche ich das hier aus. So. So, dann hängt da schon mal eine Sache dran. Obwohl ich die Katze auch immer sehr süß fand, die war jetzt hier immer zuletzt dran. Also die baumelt halt so schön mit diesem, mit dem Schwänzchen, was noch eine extra Verbindung hier gekriegt hat. Das ist irgendwie ganz cool. Vielleicht kommt die jetzt auch wieder dran. Vielleicht kommt die jetzt auch gleich hier wieder dran. Mal gucken. Genau, aber dann sind wir schon soweit, würde ich sagen, für 2024. Ich hole nochmal alles ins Bild, was für dieses Jahr für mich relevant ist. Irgendwie, wenn man das so sieht, hätte dieser Planer eigentlich mintfarben sein müssen. Aber erstens war das letztes Jahr auch nicht und zweitens mag ich rosa genauso. Und ja, das ist jetzt quasi das letzte. Ich nenne es mal Vorbereitungsvideo gewesen oder Ready-Mach-Video für 2024. Es können Dekos starten, ich kann journalen, ich kann meine Ziele notieren und bin soweit gewappnet. Und ich bin gespannt, was ihr berichtet. Seid ihr eher die Kandidaten, die ständig ihre Systeme hinterfragen und wechseln? Seid ihr auch eher konstant? Habt ihr ein Lieblingssystem seit Jahren oder habt ihr mehrere Lieblingssysteme seit Jahren? Funktioniert das, was ihr euch am Anfang des Jahres vornehmt oder eher nicht? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann können wir uns da ein bisschen austauschen, weil ihr wisst ja, wie ich so plane, aber mich interessiert natürlich auch, wie das bei euch so aussieht. Und ja. Dann freue ich mich auf jeden Fall von euch zu lesen. Hoffe, euch hat dieser Einblick gefallen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.